Hallo liebe Leute, ja, ich musste jetzt diese Meldung machen. Ihr wisst ja, ich schreibe so viel über John F. Kennedy, wie er überlebt hat, wo er gestorben ist, wo er beerdigt ist. Ich habe alle Daten, alle Ergebnisse. Und seine Tochter hat bei mir gelebt, die hat mir 300 Briefe hinterlassen. Über die Kennedys, alle Storys sind mir bekannt. Sharon hat man bestohlen. Sie hat 20 Millionen Erbe mitbekommen, als man sie aus USA raus hat, in Sicherheit gebracht als kleines Kind. Und sie beschreibt das, wer ihr das gestohlen hat, welche Bank und welcher Banker. Beschreibt sie. Habe ich auch schon gepostet hier, Leute. Ihr könnt alles mal nachsehen. Warte mal, da kommt irgendein Scheiß hier rein wieder. Ein Mist, ein Müll. Ich krieg das alles gar nicht raus, weil die schmuggeln sich da mit irgendwelchen Sachen rein. Treiber entdeckt und so ein Scheiß, ja, so ein Mist. Ah, jetzt ist es weg, so. Ah, nur Geld verdienen, diese Banditen. Ja. Banditos, alle Mann Banditos, ja. Und die größten Banditos sind in alle Mann Politbanditos, ja. Sind alles Verbrecher, ja. So, Leute. Ich habe eine sensationelle Meldung. Also ich habe ja die Geschichte von Kennedy erzählt, zehnfach in YouTube und von Sharon, Ursula Sharon Rademacher, wie sie bei den Geheimdiensten war, wie sie alles Trump geschrieben hat und so weiter und so weiter. Darum geht es jetzt nicht. Ich habe jetzt was zu melden. Ich habe das gerade eben gefunden. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das noch habe. Ihr hat man 20 Millionen gestohlen, aber sie hat ein eigenes Konto noch gehabt, ein Sparbuch. Ein Sparbuch La Caixa. Ich weiß nicht, sie hat ja in Spanien gelebt und da hat sie ein Sparbuch. Ich zeige das mal. La Caixa. Kann man da sehen? Ich weiß es nicht. Ich kann das jetzt gerade nicht sehen. Ein Sparbuch. Und auf dem Sparbuch ist ihr Original Sparbuch, ja. Könnt ihr sehen, hier ist es. Original Sparbuch. Original Sparbuch. Oh, halt. Sparbuch. Ich musste weg, das Papiere sind weggeflogen, weil hier ist windig, ich bin draußen am Meer. Und so, ich zeige es nochmal ganz kurz, sie hat ein Original Sparbuch. Da ist es. Da, seht ihr das? Ich weiß, ich kann es jetzt gerade nicht sehen. Seht ihr das? Ja, Original Sparbuch, da sind 3000 Euro drauf. 20 Millionen hat sie gestohlen bekommen, aber 3000 sind noch drauf auf ihrem eigenen Sparbuch. Und sie hatte da, sie wollte ihren Heiler mitbezahlen. Ich habe sie kam ja aus dem Gefängnis raus, man hat sie ja zu Unrecht in Folterhaft genommen, hat sie vernichtet, vergiftet. Und sie kam aus dem Gefängnis raus, war krank. Und ich habe ihr zwei Heiler besorgt: einen aus Lübeck und einen aus Ratzeburg. Und beide haben sie untersucht. Der eine 10 Stunden hat sich mit ihr befasst. Sie sagten beide, sie wurde vergiftet. Ja. Und dieser eine Heiler, Peter Treubel heißt er, glaube ich, der hat dieses Sparbuch von ihr bekommen für seine Arbeit und hat eine Vollmacht bekommen sogar. Die Vollmacht habe ich auch hier. Vollmacht habe ich auch hier. Ich bin nur hier so im Wind hier, dass mir die Sachen nicht wegfliegen. Moment, ich gucke mal. Ja, hier ist die Vollmacht. Hier ist die Vollmacht. Die hat er bekommen. Und er war mit mir in Kontakt und sagte, er hat noch ein Sparbuch von der Sharon. Was hat er damit machen sollen? Er hat eine Vollmacht. Ich sagte, dann heb doch das Geld ab, du brauchst es doch. Er hat gesagt, nee, das will er nicht, weil es ist von Sharon, die ist gestorben, da will er nicht noch Geld haben. Okay, hab gesagt, gut, dann schick mir das.
Ich wollte auch kein Geld haben, aber ich wollte es zu meinen Unterlagen nehmen, weil das ist ein wertvolles Dokument, Leute. Stellt euch mal vor, wir versteigern das bei Sotheby's, dieses Sparbuch von der Kennedy-Tochter. Was das für ein Hammer ist. Das kann bis zu 1 Million bringen, Leute. Ja. Ich bin nicht auf Geld aus, nicht? Aber wir wollen auch zu Geld kommen. Ich will ja die Bücher machen. Einmal das Buch in Deutsch über John F. Kennedy, über sein Leben, wo er war, nach seiner Flucht, wo er beerdigt wurde. Ich habe ja die ganzen Datenunterlagen, sogar Grundbuchauszug, wo er beeirdigt ist am Berg Ararat. Und ich habe von Sharon alle Informationen. Sie hat mir 300 Briefe übermittelt, alles aus ihrem Leben und was sie alles schildert. Und alles kann ich nachweisen, Kennedy und Kennedy-Tochter. Und da schreibe ich jetzt gerade das Buch darüber, John F. Kennedy und seine Tochter. Und er wurde nicht ermordet in 63 in Dallas, sondern er wurde gewarnt und ist geflüchtet. Und was ist passiert? Das Double ist ermordet worden. Das arme Double haben sie umgebracht. Und inzwischen ist auch schon bekannt, FBI hat auch schon Dokumente rausgegeben. Er wurde gewarnt. Hat gezeigt, die Dokumente, was sie ihm geschrieben haben. Sie haben ihn gewarnt, er sollte von 9 Leuten erschossen werden. 9 oder 13. Das war ihm zu viel. Einen hätte er vielleicht noch verkraftet, aber 13 nicht. Und dann ist er abgehauen. Ne? Und ist zum Berg Ararat. Und wie der Zufall es will, er ist zu meinem Freund, zu meinem türkischen Freund, den ich seit 40 Jahren kenne, weil wir dort die Arche Noah planen. Wir machen die Arche Noah neu, den Friedensort. Ein Hotel in Schiffsform, da wo die Arche Noah gestrandet ist, da soll die neue Arche Noah entstehen als Friedensort. Und er hat die Grundstücke dazu, 3 Millionen Quadratmeter Bauland. Und ich habe den Grundbuchauszug dazu. Und John F. Kennedy ist dort ums Leben gekommen, ist dort beerdigt, einbalsamiert. Und dort ist auch die Höhle von Mutter Maria, die ist zugeschüttet. Ich denke, dass er da drin ist. Dass er da drin ist. Weil sie haben ihn versteckt. Warum haben sie ihn versteckt, das will ich hier nicht näher erläutern. Könnt ihr euch denken, sie haben arme Schäfer, haben mit mal 3 Millionen Quadratmeter Bauland. Wo haben sie das her? Als Geschenk vom Himmel? Nein, das ist Blutgeld. Okay, Leute, ich bin sowas von begeistert, dass ich dieses Sparbuch gefunden habe. Das ist Gold wert, das ist ein Vermögen wert, Leute. Das ist ein Vermögen. Ich schreibe jetzt das Buch darüber. Ich habe gesagt, wer mitmachen will, kann sich bei mir beteiligen. Er kriegt 50% der Anteile aus den Erträgen, die wir erwirtschaften. Das deutsche Buch ist noch nicht der Hammer. Aber das Buch in englischer Fassung, weltweit, das ist der Hammer. Das wird Millionen und Abermillionen Geld einbringen, ja. Und ich beteilige euch mit 50%. Ihr müsst aber eine kleine Summe bringen. Eine kleine Summe meine ich, ihr müsst 5.000 Euro Einlage bringen. Ihr seid dann stille Teilhaber. Ihr habt keine Verantwortung. Ihr müsst nichts unterschreiben, dass ihr irgendwas verkündet, was ihr nicht wissen wollt, was ihr nicht sagen wollt. Nein, es ist nur eine Investition, damit wir das Buch machen können. Das kostet 3.500 Euro, das Buch zu machen. Dann müssen noch die Sachen von ihren Schriftstücken, 300 Briefe, müssen übertragen werden in den Computer, damit man das gut lesen kann. Man kann Handschrift lesen, aber nicht jeder kann Handschrift lesen. Deshalb muss das deutlich sichtbar zu lesen sein. Das muss übertragen werden. Das nächste Buch, was wir machen, das muss dann übersetzt werden in Englisch, Leute. Ist doch logisch, ja? Jetzt mache ich erstmal das erste Buch. Wer schon ein Buch sich reservieren will, der kann das machen bei mir. Schreibt mich an, scheffler-folger@web.de. Die Auflage wird nicht hoch sein. Ein Buch wird 50 Euro kosten. Mit all den wissenden Inhalten ist es das Zehnfache wert. Aber 50 Euro ist ein guter Preis.
Ihr könnt das vorbestellen. Ein Monat muss ich daran arbeiten, um das Buch fertig zu machen. Dann wird es verlegt in Deutschland, wird vermarktet. Und dann gehe ich an die Übersetzung und dann machen wir den zweiten Teil für USA und die Welt. Das wird der Hammer werden. Das wird Millionen und Abermillionen Geld einspielen. Kann ich euch sagen. Wer mitmachen will, ist dann mein Partner, stiller Teilhaber, bekommt 50% von den Anteilen. Warum? Weil ich einen Partner brauche. Ich habe so viele Gelder in Energiesysteme investiert. 80.000 habe ich investiert in die ganzen verschiedenen Systeme, die zu entwerfen, zu planen, zu bauen und in die Welt zu bringen. Da sind meine Gelder hingeflossen. Aber jetzt muss ich wieder neu anfangen. Energiesysteme out. Jetzt geht es an das Buch von John F. Kennedy. Also, Leute, scheffler-volker@web.de, meldet euch oder lasst es. Ist mir sowas von egal. Alles Gute. Alles Gute, alles Gute, alles Gute. Ciao.